Komm, steh auf, Kleine, wir müssen hier irgendwie raus. Ich weiß nur noch nicht wie. Ah. Und hepp. Und nochmal. Komm. Hepp. Jawohl. Okay, das war einfacher als gedacht. Kann ich dich auch rauslassen? Ich würde dir echt gern helfen. So, wo ziehe ich denn hin? Ich habe keine Ahnung. Einfach mal weg. Das sind der blöde alte. Die alten Krakelfinger da nicht kriegen. Okay. Ich weiß, wo die Kiste hin muss. Kann ich die auch ziehen? Ne, die ist vermutlich viel zu schwer. Ja. Die grabbelt ja nicht mal. Okay, komm mit. Wir müssen einen Hebel ziehen, wir zwei. So, wir sind fast da. Okay, die Türen gehen auf. Wahrscheinlich muss ich mich beeilen. Okay, viel zu langsam. So, schauen wir mal, können wir uns hier vielleicht durchquetschen? Ja, wir können uns hier durchquetschen. Okay, wir zünden nur eine Lampe an. Brennt die? Ja, die brennt jetzt. Okay. Okay, ich weiß, wo wir sind. Aber was mache ich hier? Hier haben wir angefangen. Ich kann hier, glaube ich, gar nichts sonst machen. Mal schauen, kann ich. Ich kann bestimmt an den Käfigen entlang. Hallo? Ich kann bestimmt an den Käfigen entlang hochklettern. Wobei ich nicht wüsste, was mir das bringen sollte. Kann ich. Ne, ich kann nicht auf die Rohre. Okay, was mache ich jetzt? Ah. Okay. So ergibt das Ganze natürlich Sinn. Und hey, wir schaukeln ein bisschen hin und her und hin und... App. Jawohl, so geht's. Okay. Auf das muss man natürlich erstmal kommen. Oh Gott, und was mache ich jetzt hier? Offenbar geht die Tür nicht auf. Kann ich... da hochklettern? Es scheint fast so. Jawohl. Knirsch, knarz, das ist sehr vielversprechend. Und komm rein in den kleinen okay. Gut. Da.
Okay, wie komme ich jetzt an dir vorbei? Ich verstecke mich einfach mal hier in dem Käfig in der Hoffnung, dass das funktioniert. Und offensichtlich ist er blind und weiß nicht, wo wir sind. Oh, ich bin ganz schön nervös gerade. Der kleine Mann mit den langen Armen und dem komischen Hut. Lässt sein Genick knacken. Nein, 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 er hat mich erwischt. Okay, wie komme ich an dem vorbei? Sprinten vielleicht? Ja, wach auf, kleine Sticks. Kann ich vielleicht oben entlang? Ich versuch's mal. Ich habe zwar keine großen Hoffnungen, da geht's nicht hoch. Okay. Nein! Nein! Okay, aber ich weiß, wo ich hin muss und was ich tun muss. Ah! Verdammte Axt. Gibt's ja nicht. Okay, aber ich glaube, Sprinten ist der richtige Weg. Sieht gut aus. Wenn ich jetzt von Anfang an gewusst hätte, wo ich hin muss, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Okay, und los geht's. Der kommt hier auch durch. Okay, das kann ich ja nicht wissen, dass der da auch durchkommt. Oh Mann. Ich dachte, wir sind safe danach. Okay. Kann ich ihn sehen? Ne. Okay, wir schleichen uns mal weiter. Für den Fall, dass er uns hier noch hört. Und was mache ich jetzt hier? Okay. Oh.
Das ist sehr laut und gar nicht so klug. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben unsere erste Hürde gemeistert. Und ich glaube, das war der Hausmeister, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, komm. Einmal ducken. Denn wir wollen hier weiter durch den langen, dunklen Gang. Das sind alles... Ja, das sind alles Schuhe. Ich dachte schon. Okay. Wir schwimmen durch Schuhe. Okay. Oh Gott. Nein. Okay. Na super. So, dann versuchen wir es erneut. Okay. Und rein da. Komm, 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 schneller, schneller, schneller. Los, mach, 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 mach. Ja. Wunderbar, wir sind auf dem ersten Koffer. Da hinten ist der nächste. Hier im Deichmann Schuhkeller. Gebrauchtwarenankauf. Na komm. Ja. Puh. Ah, der nächste. Oh nein, der ist so weit weg. Okay. Und rüber da. Komm schon, schneller, schneller. Mach, mach, mach. Komm, komm, komm. Oh ja. Okay, wir sind durch. Der gruselige Schuhfriedhof. Und ab in den nächsten Raum. Die ganzen toten Ratten. Warum hängen die da? Okay, da will ich eigentlich eh nicht zurück, abgesehen davon. Lauf! Komm schon, komm schon! Lauf! Nein! Oh Gott! Warum ist der jetzt wieder da? Warum? Warum kann er nicht bleiben, wo er war? Also muss ich nochmal schauen, wie das mit dem Rutschen funktioniert. Ja, so, okay. Gut. Dann laufen wir. Komm schon, lauf, 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 lauf. Oh, wir sind wieder hier, okay. Bitte finde uns nicht. Oh nein, 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 nein. Gott, bist du eklig. Oh, die Wichtel retten uns. Vielen Dank, liebe Wichtel. Aber wir müssen dem jetzt natürlich hinterher und das gefällt mir eigentlich gar nicht.
Wo ist er jetzt? Ist das ein weiterer Aufzug? Da ist kein Knopf, okay. So. Da ist eine Tür. Kann ich? Ne, kann ich nicht, okay. Kommt er jetzt zurück? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Aber ich glaube, ich kann die Kiste hier verschieben, oder? Ja, kann ich. Okay. Bleib hier, kleiner Wichtelmann. Da ist der Hausmeister. Ich glaube, es ist der Hausmeister. Ich habe vergessen, wie er heißt. Was macht er da mit dem Löffel? Ha, wir gucken uns das mal kurz an, was er da macht. Und jetzt geht er wieder. Okay. Aber wir gehen weiter. Ah, okay, hier geht's nicht weiter. Kann ich dahinter? Okay, da geht's nicht weiter. Ups, gegen die Wand gelaufen. Da ist er wieder. Ah, okay. Hier kann ich nirgendwo hoch, okay. Ich hab da so eine Vermutung, genau. Das war vielleicht gar nicht so schlecht. Nein! Oh Gott. Ich hab da so eine Idee. Wir haben den Affen ja jetzt aus Versehen umgekickt. Okay, wenigstens starten wir hier unten wieder. Ich würde gern hier unten bleiben. Na komm. Was? Nein, warum? Ach, das gibt's doch nicht. Echt jetzt. Was für ein Arsch. Ich mag den nicht. So, jetzt geht er wieder seinen Löffel angucken hier.